Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 2. Wir befinden uns im wunderschönen Jahre 976 des Herrn am 7. April und es tobt eine erbitterte Schlacht zwischen der pommerschen Armee mit 641 verbleibenden Männern von 1140. Und sie kämpfen gegen die deutsche Armee. Beziehungsweise, ich sehe hier noch, in dem Tooltip kommt die Armee von Guntmur aus dem Westgotenland. Mit weiteren 900 trifft am 8. Januar ein. Von wo kommt die denn? Ist das die hier? Ja, aber das soll uns alles nicht großartig interessieren. Wir haben in der letzten Folge darum gesprochen, was wir machen wollen. Und, oh, okay, und die Pläne sind schon wieder für den Allerwertesten. Beziehungsweise nicht ganz, aber wir haben einen weiteren Krieg gegen byzantinisch-kroatische... Wie bitte? Sind wir jetzt gegen Byzanz im Krieg? Das. Jetzt müssen wir ja. Also sah das die ganze Zeit schon so aus? Das Byzantinische Reich sah doch eben gerade noch nicht so aus, oder? Das Byzantinische Kaiserreich ist hier unten, hier. Ach, die haben jetzt eine Revolte hier. Das ist ja spannend. Und gegen wem sind wir jetzt im Krieg? Gegen das Byzantinische Kaiserreich. Ach, du heilige Scha. Okay. Wie haben wir denn das geschafft? Obwohl ich tatsächlich glaube... Nordische Revolte... Aber mit denen haben wir zumindest nichts zu schaffen. Standen hier gerade nicht noch 4000 Deutsche? Ich bin verwirrt. Aber was zum Henker haben wir jetzt auf einmal die Byzantiner mit uns zu schaffen? Also, falls ihr dieses Video seht und wisst, wie ich die... ist in Europa Universalis 4, kann ich mir die diplomatische... Reputation bzw. Das Verhältnis zwischen einzelnen Ländern angucken. Das wären ja dann hier... Also wenn ihr wisst, wie das hier geht, dann wäre ich sehr dankbar, wenn ich das rein vom Überlegen her angucken müsste. Dann wäre es ja das Land und unser Land bzw. dieses Land hat einen Herrscher und das ist jener welcher. Basileus, Theoktistos vom Byzantinischen Reich. Okay. Aber die Gattin ist hübsch. 24. Ja, läuft. Verführen. Das machen wir. Wenn der schon gegen uns Krieg führt, dann verführen wir seine Frau. So machen wir das. Mandy ist aber echt hübsch. Also, muss man ja mal sagen. Aber das ist ja gar nicht unser Ansehen gewesen. Ich glaube, das müsste tatsächlich in dem Fall der Führer des Landes sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es in dem Fall Führer heißt. Denn es ist ja ein Kaiserreich. Und er, kann ich sehen, was er von unserem Kaiser hält? Tugendbeugt, Intrigenfokus, wählt ein Komplott. Das hatte ich nicht vor. Danke. Das sind seine Pakte, Vasallen, Beziehungen.
Also uns mag er. Wir schicken ihm mal ein Geschenk. Gucken, was passiert. Es kann nie schlecht sein, sich mit so jemandem gut zu stellen. Und oh Gott, hier kommt schon wieder die... Ja, ich werde bei der Frau sämtliche Künste einsetzen, bis ich sie in den Finger gewickelt habe. Na dann los. Und hier gibt es schon wieder eine Pest. Beziehungsweise nicht... Ah, schleichendes Fieber. Ja, das ist doof. Okay. Gibt es die Pest denn schon? Die kommt ursprünglicherweise von hier und verbreitet sich über die Seidenstraße. Okay. Oh. Prinz Klaus Hugo von der Pferdekoppel von Deutschland und Sarah Hilda von der Pfalz haben einen Sohn mit dem Rutger. Ja. Rutger wird als legitimierter Sohn anerkannt, erhält uneingeschränktes Erbrecht. Herzogin Claras Meinung. Minus 40. Ja, das können wir eigentlich nicht riskieren, das ist das Problem. Aber er ist auch nicht der Jüngste, bringt alles nichts. Wie mag die uns denn 83? Aber wir haben ja hier schon diesen Faktor mit minus 25 haben wir ja schon. Würde das bedeuten, dass wir dann minus 50 haben? Ich würde sagen ja, aber wir sagen, es ist mein Kind, selbstverständlich. Und dann gucken wir jetzt mal, ob wir tatsächlich minus 50 haben bei ihr. Nee. Nein! Eure Geliebte Frederika ist im Alter von 39 gestorben. Ja, schade. Aber wir versuchen uns ja gerade eine neue Geliebte an Land zu ziehen. Und wir wollen immer noch unseren allseits geliebten Hermann um die Ecke bringen. Der Koch hat ein hervorragendes Mahl vorbereitet. Mit vielen verschiedenen Früchten, verschiedenen Fleischsorten, reichlich frisch gebackenem Brot und vielen Käsesorten. Und ich esse natürlich Wasser und Brot, denn ich habe keine Lust, den Gefräßig-Bonus zu bekommen. Was? Wie was? Syrix Streitmacht hat König Otto den Krieg erklärt. Wo kommt der denn jetzt her? Meine Ando. Schon wieder ein Krieg? Ich würde mich echt mal interessieren, ob das früher wirklich so war, dass die ganze Zeit... Ob die wirklich alle gegeneinander immer nur Krieg geführt haben. Hier? Das hier? Nee. Ist das hier? Ist das hier? Kommt der aus England? Er hat ja hier hingezeigt, ne? Sehr komisch. Na gut. Es ist außergewöhnlich schwierig, meine Neigung gegenüber Sergia nachzugehen. Wann werde ich wohl die Zeit finden, so weit zu reisen? Na gut, Ding will Weile haben. Das halte ich tatsächlich für relativ wichtig. Okay. Die feindlichen Truppen fallen in unser Land ein. Ja, unser König Otto hat mittlerweile wieder 5 Kriege. Und, gut, Ding will Weile haben. Und wenn ich das so sehe, dann bleibt von Deutschland nicht mehr allzu viel übrig. Wir wollen immer noch gucken,
dass wir unseren Sohnemann um die Ecke bringen. Oder Walpurga. Können wir? Gibt es auch... Ja, gut, den will Weile haben. Gibt es auch eine Möglichkeit, dass wir nur Frauen erben lassen? Aufgeteilt. Der aus Mitglied der National Dynasty gewählt wird, nach dem Gesetz erbt der Erstgeborene. Kindern und Haupterben aufgeteilt, der aus den Mitgliedern der herrschenden Dynastie gewählt wird. Die Titel des Herrschers werden unter seinen Kindern und dem Haupterben aufgeteilt. Almrich ist nicht mehr Kanzler. Oh Gott. Almrich, was ist passiert? Er ist, wie bitte was, tot? Oh Gott. Müssen wir erstmal einen neuen Kanzler finden. Das ist ja eine Katastrophe. Was braucht er denn hierfür? Diplomatie. Rudolf, Befehlshaber. Und wer mag uns davon am meisten? Herr Ruprecht. Jetzt aber nur 4. Und nehmen wir noch gleich ihn hier. Ansprüche fingieren, Beziehung verbessern. Das mache ich jetzt tatsächlich mal zum Byzantinischen Reich. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, ich wollte doch in die Hauptstadt. Okay, dann machen wir das danach. Einmal verklickt. Okay, gut. Wir gucken uns aber weiterhin unsere Erbgesetze an. Das bedeutet, das älteste Mitglied der Dynastie erbt sämtliche Titel. Euer ältestes Kind wird dieses Gesetz... Das älteste Mitglied der Dynastie, das älteste Kind. Auch gibt es einen Unterschied zwischen Kind und... Ja. Ich würde gerne wissen, wer das älteste Mitglied ist. Also er ist definitiv älter als sie. Das steht fest. Das müsste dann er sein, theoretisch, ne? Rund und leicht malzig erfrische ich mich. Erfrischend und im rechten Maß bitter. Ach, diese Mönche verstehen das wirklich etwas von echter Braukunst. Was gibt's denn hier leckeres? Säufer? Um Gottes Willen, nein. Gemäßigt sind wir natürlich. Wir sind kein Säufer, denn wir müssen ja bei den Frauen gut ankommen. Also sind wir weder gefräßig, noch sind wir ein Säufer. Gut, Ding will Weile haben. Das eher missbilligen. Ja, das ist ja das, was wir machen wollten. Wobei ich mir... Was ist denn hier kaputt? Was ist denn hier los? Guckt ihr das erstmal an, das passt ja fast gar nicht mehr hier unten rauf. Jetzt ist hier... Boah. Moment. Reich. Meine Herren. Jetzt gibt es hier eine Revolte. Aber auch nur von hier. Und das ist... Oh, oh nein. Bremens Armee. Armee des Bürgermeisters Adelhard. Erzbischof Norbert von Bremen. Oh Gott. Die Nächte sind unerträglich geworden. Die Art, in der meine Gattin Clara sich weigert, mich anzufassen oder überhaupt anzuschauen, ist grauenhaft. Und nun das Geflüster von ihr und von Menschen wie Kardinal der Böse. Ich halte das nicht mehr aus. Nein, wir sprechen natürlich unsere geliebte Clara darauf an. Dass sie eine Affäre mit dem Kardinal hat und bittet mich auf Knien um Vergebung. Gut. Aber ich bin sehr enttäuscht. Auf jeden Fall
ihn hier. Das geht ja mal gar nicht. Ich würde sagen, oh ja, der hat 69. Oh ja, das ist, denke ich mal, da können wir mal den mal ganz langsam. Ja. Ist nicht schlimm, dass du dann mit meiner Frau im Bett warst, aber es kann passieren, dass dir jemand dafür ein Messer in den Rücken bohrt. Gut, aber ich bin ein wenig enttäuscht. Gut, den will Weile haben. Seltsam. Ich war erfreut wie immer, als ich heute Morgen die Münzen in den Geldtruhen sah. Aber als ich morgen... Doch wenn ich sie jetzt ansehe, scheint die Menge etwas geschrumpft zu sein. Ich bin bestohlen worden. Wie bitte? Da fehlen ja 300 Münzen. Haben wir das ausgegeben? Was ist denn paranoid? Intrige, Diplomatie. Intrige, denke ich mal, ist genau das Richtige für uns. Dann machen wir das natürlich. Ein neues... Oh, die Seuche von den Tonnenbäuer Soldaten langsam wieder hingerafft. Oh mein Gott. Es hätte schlimmer sein können. Ja. Das ist echt der Hammer, ey. Guckt euch das an, das ist echt der Hammer. Und wo sind eigentlich die Deutschen? Hier unten. Jetzt sind sie weg. Mich würde mal interessieren, ob die auch grundsätzlich alle gegenseitig im Krieg sind. Das heißt, ob die sich auch alle gegenseitig abschlachten. Naja, gut, okay. Soll mir soll es egal sein. Wie sieht es denn mit der Seuche aus? Ist die in der Nähe? Nee, die flaut ab. Das ist gut. Okay. Dann gucken wir nochmal Befehlshaber vor der Niederlage. Oh mein Gott, wir kämpfen, wie gesagt, eh nicht. Befehlshaber vor den heiliger Mann an den Hof einladen. Gelage, das wollten wir tatsächlich noch machen. Gut, Ding will Weile haben. Ein Sommerfest könnten wir abhalten. Was bringt das? Prestige? Ich denke, in Anbetracht der aktuellen Situation machen wir das. Wir halten ein Sommerfest in Lübeck ab. Das sollte die Bauern glücklich machen. Sehr schön. Schmied suchen. Was genau bringt uns das? Verbreitet, dass ihr noch einen Schmied sucht. Ich denke, das könnten wir tatsächlich mal machen. Was ist das? Ihr habt keinen Kindheitsfokus. Das machen wir gleich. Ein Waffenschmied, der mir eine todbringende Waffe schmiedet. Eine neue Rüstung. Ein Goldschmied. Ich brauche Juwelen, die meinem Status entsprechen. Das müssen wir uns erstmal angucken. Also er ist auf jeden Fall kein kriegerischer. Er ist gestresst. Er ist paranoid. Also würde ich grundsätzlich sagen, rollenspielmäßig wäre die Rüstung als Paranoider schon mal gar nicht schlecht. Aber ist er ungehobelt und feige? Feige und paranoid würde er dazu passen? Also wenn ich feige und paranoid bin, dann würde ich mir eine schöne, dicke Metallrüstung machen lassen. Ja, aber er ist natürlich auch neidisch, ne? Ich denke, wir machen die Rüstung. Das ist, denke ich, die richtige Entscheidung. Die hiesigen Adligen von Lübeck beschweren sich, dass während des Sommerfestes zu viele Bauern in die Stadt kommen. Der Bürgermeister, wie 31, ja, passt. Soll er akzeptieren. Muss er akzeptieren. So, aber jetzt müssen wir immer noch daran arbeiten, unseren Sohn umzubringen. Können wir nicht einfach zum Militär schicken? Ja, gut Ding will Weile haben. Wir sollten nochmal gucken, ob wir vielleicht... Okay, das ist ein Bischof. Wie sieht es in Lüneburg aus? Oh, die Tochter vom Satan. Die Tochter vom Satan. Die müssen wir verführen. Gefallen kaufen. Titelanspruch erbitten. Kind ausbilden. Nein, ich kann sie nicht verführen.
das ärgerlich. Ich möchte aber die Tochter vom Satan verführen. Das wird doch wohl möglich sein, die Tochter vom Satan zu verführen. Ah, ärgerlich. Was gibt's hier? Ah, die Dame ist ein bisschen jung. Wie ist mit ihr? 39, oh Gott. Die könnte meine Mutter sein. 26. Okay, das Porträt finde ich aber grenzwertig für 26. Aber okay. Ja, sie hasst uns. Ach nee, sie hasst ihren Mann. Kann ich nicht zwei Frauen gleichzeitig verführen? Das ist natürlich ärgerlich, ne? Okay, gut. Sei es drum. Einer unserer Kinder hat keinen Kindheitsfokus. Hermann. Ja. Ich meine, ich wollte mal so und so töten. Was können wir denn mal machen mit ihm? Sparsamkeit, Stolz. Was hat er denn bisher? Er ist ein Bastard. Ich denke Etikette. Was können wir hier kriegen? Herzlich, zaghaft. Ich denke, Etikette ist trotz alledem für einen möglichen Nachfolger wichtig. Das sollten wir so machen. Und dann bleiben wir gleich mal hier und gucken, was wir damit machen können. Als mich der Stadtrat um Erlaubnis für ein Sommerfest bat, konnte ich ja nicht ahnen, dass ich dies später bereuen würde. Ein vor meinem eigenen Landvogt abgehaltenes Marktgericht verurteilte einen meiner Vasallen, in einem Fass über den Rathausplatz gezogen zu werden? Wie bitte? Lokale Revolte kann ich überhaupt nicht erlauben hier. Also, ich kann mir auch keine Hilfe. Ich kann auch keine Hilfe erwarten. Die Hausierer laden auf Wagen und auf die Häuser, bauen ihre Stände ab. Diesjährige Sommerfest geht zu Ende und wir erlangen 10 Prestige. Sehr gut. Exkommunizierte Charaktere werden von allen Charakteren derselben Religion verachtet. Okay. Euer Kind kann einem Erziehungsberechtigten zugewiesen werden? Nein. Einkerkern. Wir machen das. Wir kerkern ihn ein. Aber wir kümmern uns erstmal hier rum. Ja, gut Ding will Weile haben. Und wir kerkern. Mein Marschall Gottfried hat mir von einem bemerkenswerten Rüstungsschmied erzählt, der in Holstein lebt. Er schlug vor, dass ich diesen Mann an meinen Hof einlade, um seine Arbeit selbst zu sehen. Wenn er es schafft, mich zu beeindrucken, könnte ich Gegenstände nach meinen eigenen Wünschen bestellen. Das werden wir tun. Und ihn lassen wir einkerkern. Warum? Weil es geht. Sehr schön. Hermann ist nun hinter Schloss und Riegel und das bedeutet, wir wiederum müssen uns einmal... Wieso verlieren wir denn andauernd Geld? Gebe ich dafür irgendwas aus? Nee. Einmal mit unseren Vasallen, die uns jetzt nicht mehr sehr mögen. Wir können ihnen einen Ehrentitel verleihen, aber dazu... Wir können ihnen auch kein Geschenk schicken, davon haben wir nicht das Geld. Ja, der ist wütend und wir sind auch gleichzeitig noch ein Tyrann. Das ist natürlich doof. Okay, also die Situation wird nicht einfacher. Sobald das handwerkliche Können des Rüstungsschmieds überprüft wurde, fing ich im Thronsaal. Er stellt sich als Meister Albrecht vor und zeigt auf seine zahlreichen Gehilfen, die Beispiele seiner Arbeit trugen. Ich benötige Schutz. Baut mir eine starke Rüstung, werter Schmied. Ihr schließt die Tür eurer Kammer auf und als ihr eurem
Als ihr euch eurer persönlichen Schatztruhe nähert, bemerkt ihr, dass sich hinter jemand versteckt. Ein gut gezielter Tritt schickt Gottfried auf die Bretter und auf ein Geräusch, das wovon gebrochenen Rippen herrührt. Es folgt ein schriller Schmerzschrei. Okay. Minus 15, das kümmern wir uns tatsächlich. Ja. Ein Gefallen ist immer gut. Und ja, ich würde sagen, wir sind relativ weit gekommen. Wir haben unseren Sohn eingekerkert. Unsere Vasallensituation sieht nicht gut aus. Aber unser Sohn ist eingekerkert. Und was wir mit unserem Sohn nun weitermachen, ob wir ihn vielleicht jetzt um die Ecke bringen können, ob wir dann mit Walpurga weiterspielen können, was wir weitermachen können in diesem, wie ich finde, immer noch coolen Let's Play, das sehen wir in der nächsten Folge. Also, vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.